Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Doppelfolgenaufnahme. Wir sind hier, letzte Folge in Ebenholz City angekommen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns Ebenholz City noch ein bisschen an, bevor wir dann unser Team neu überarbeiten und dann in den nächsten Kampf starten. Okay, war schon was im Schild. Tipps für Trainer: Ein Pokémon, das eine Wunderbeere trägt, kann von sich aus Statusveränderungen heilen. Alles klar. Und wer bist du? Willst du, dass deine Pokémon einige Attacken vergessen? Ich bin der Attackenverlerner. Ich verfüge über die Fähigkeit, Pokémon ihre Attacken vergessen zu lassen. Soll eine Pokémon eine Attacke vergessen? Nein, noch nicht. Es kommt aber vor der Pokémon-Liga. Haus des Attackenverlerners. Müssen wir uns merken, dass der hier ist. Supermarkt, ein Pokémon-Zentrum. Schön. Falls es euch nicht aufgefallen ist, ja, wir spielen mal wieder bei Tag. Holla. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich muss erstmal nachschauen. Sorry. Verkauf. Paraheiler. Hauen wir mal 3 weg. Bitterbeere, Antiparabeere. Flinkklaue. Eisbeere. Supertrank. Sonnenbaum, Ether, Beleber. Ja, 14 Beleber. Top Ether, Hypertrank, Eisheiler. Nicht so oft vereist. Feuerheiler. Aufwecker können wir auch alle 3 verkaufen. Werden wir jetzt hier so nicht mehr brauchen. Brandbeere Trank. Wie viel Trank haben wir? 10 haben wir noch. So, dann haben wir davon auch schon ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, geht's gleich weiter. Topschuss hält dir schwache Pokémon vom Leib. Von allen Schutzsprays hält es am längsten an. 250 Schritte, soweit ich weiß. Du kannst Top-Beleber zwar nicht kaufen, aber er füllt die KP besiegter Pokémon wieder vollständig auf. Dafür kann man fast überall mittlerweile Vitalkraut kaufen, was dieselbe Wirkung hat. Vorsicht, die KP oder Angriffspunkte werden nicht aufgefüllt. So, Pokémon Center. Da hinten steht doch jemand. Au, Stimmen in meinem Kopf. Hey, ich höre Radio. Also mehr gekommen wir, ja. Dann lass uns mal kurz ins Pokémon Center gehen. Es gibt da eine Attacke, die ich unbedingt meinem Pokémon beibringen musste. Also gehe ich zum Attackenverlerner, um eine VM-Attacke vergessen zu lassen. Pokémon werden zutraulicher, wenn du viel Zeit mit ihnen verbringst. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Ich hörte, die besten Trainer des Landes versammeln sich dort. Ach, nur ablegen und mitnehmen. Sorry, lieber. Somit ist Kiegel neu im Team. Herzlich willkommen.
Welches Item hat nicht Garados? Ach, Münzamulett. So. Nachdem wir das gemacht haben, würde ich sagen, sind wir bereit für Sandra. Yo Champ in Spee, es war eine lange Reise, aber bald sind wir da. Zähle auf mich. Sandra setzt die mythischen und heiligen Drachen-Pokémon ein. So leicht sind die nicht zu besiegen, aber angeblich sind sie anfällig gegen Eisattacken. Und zufällig haben wir uns extra für sowas ein Kickel geholt. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen? Ich zeige dir, wie stark sie sind. Quiekel! Wir setzen ein Schweinchen ein gegen einen Drachen. Dratini. Boah, ist so stark. 34. Kiekel auf 24. Pulverschnee. Oh, das wird lustig. Oh, das wird sehr lustig. Ja, das können wir knicken. Das können wir so auf diese Art und Weise können wir das knicken. Wir kämpfen weiter. Gut, dass wir alle Paradinger verkauft haben. Und nicht so das die schlauste Idee von mir. Du bist dran, Megani. Meganie. Alles klar.
gehen wir gar das wieder das Münzamulett zurück. Enttäuschender Kampf gerade eben, muss ich dem anderen ehrlich gesagt zustimmen. Hab mir so gar nicht vorgestellt. Das Problem ist, dass halt Quiekel mit Level 24 deutlich zu schwach ist. Das ist halt einfach das Problem. So, aber kurz heilen bitte. Dann wechseln wir Quiekel wieder mit Bibo. Dann lasse ich Bibo jetzt hier einfach drin. Dann muss ich das jetzt viermal ändern, mit dem raus und wieder einfügen. Bla, bla und bla. Oh, du kommst dagegen mit dem Simon. Alter, 37. Ganz wichtig. Ich brauche die Steine. Alles klar. Davor kämpfen wir noch gegen den hier. Es ist genauso wie im Eispfad. Wir brauchen die Steine hier als Brücken. Wieder ganz runter scrollen. Okay, das nervt. Ich werde nie wiederbeleben. Wird ein enger Kampf. So, Level 34 für Meganie. Astrainer Ralf ist mal besiegt. Und wir heilen Meganie jetzt mit Tränken.
müsste genau aufgehen da drin.